Hallo und liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ruby Destiny Life of Guardians Not Locked Challenge. Letztes Mal sind wir böse geworden. Jetzt ist die Frage, sind wir richtig böse und ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Hallo. Ein neuer Rekruter? Es ist schon lange her, dass wir einen neuen Member gekriegt haben, aber ich bin cool. Okay, talk to the leader, ja wow. Wenn es drauf ankommt, kloppe ich euch alle kaputt. Hä, hey, neue Ricky von Tanista war zu mir. Look clueless, weil I disguise myself as a ranger, man. Mama, you don't, ha? You have a sharp memory, that's good. Wo muss ich hier lang? Aber hier gibt's ein Bett. Na, endlich. Ich wollte schon sagen, ich kann mich hier nicht heilen. Just kidding, there's no house here. Aha, you should have seen your face, it was funny. Wir denn das war good things, I had a good laugh. Ich möchte Sachen geschenkt haben. Möchte mir irgendwer Sachen schenken? Du vielleicht? Boah, gegen wie viele Leute ich kämpfen müsste, wenn... Wenn man hier kämpfen müsste. Boah, es ist so früh morgens und ich bin richtig durch. Ah, Shia, da bist du ja. Komm, unser Leader möchte dich sehen. Oh, das ist ja eine Frau. Madame, der Trainer ist hier. Kind, komm, tritt vor. Ja, korrekt. Du bist jünger, als ich erwartet habe. Egal. Ich möchte dich willkommen heißen zu Team Earth. Mein Name ist Gaia, der Gründer der Organisation. Neben mir ist Mark, der zweite Gründer der Organisation. Richtig. Es gibt einen Grund, wieso ich diese Organisation gegründet habe. Unser einziges Ziel ist, alle Pokémon zu befreien von den Menschen. Mit unserer Gruppe, weil du unsere Gruppe gejoint bist, hast du schon deine Existenz unseren Zielen angepasst? Ja, so ungefähr. Tja, jeder ist Mitglied von Team Earth ist bereit, sein Leben dafür zu opfern, um unsere Ziele zu erreichen. Du schaust überrascht aus, ja? Ich denke, Mark hat das ausgelassen. Oh, es tut mir leid. Ich war einfach nur überglücklich, wenn Gia gesagt hat, dass er uns joinen möchte. Dann habe ich das wahrscheinlich vergessen. Gia, die Welt, in der wir leben. Menschen und Pokémon sind... Are supposed to live in unity. Also sind vorgesehen, zusammen in Harmonie und Frieden zu leben. Pokémon sind blessed to have special powers. Also sind geheiligt, um. Boah, wie kann mir denn blessed nicht einfallen? Ey, heute Morgen, ne, es eskaliert schon wieder. Einfach mein Englisch im Arsch. Ja, haben. Ist ein Göttergeschenk. Oh, Mann. Jetzt hänge ich mich an diesem Blast auf, ne? Obwohl ich einfach weitermachen könnte. Ah, Blast to have special powers. So wie wir Menschen gesegnet. Ah, gesegnet sind mit Intelligenz. Wie auch immer. Mit unserer Intelligenz. Wir benutzen wir die Menschen mit gierigen Intentionen. Team Rocket von Kanto und Johto-Region, Team Magma und Team Agma von der Höhenregion, Royal Darkness und Lumius Canaries von der Gento-Region, Team Galactic von der Sinnoh-Region und die Dark-Organisation von unserer Region Haven. Menschen sind gierige, ja, haben immer nur gierige Ziele. Ziele, ja, so kann man es nennen. Wir werden alles tun, um diesen Hunger unserer Willigkeit zu stoppen.
Wir hätten seine Energie für den Haven Beam nutzen sollen. Ja, das war unser guter Schweizer Russe. Staff. Wir verletzen andere, um unsere Ziele zu erreichen. Hier. Ja, unser Team verletzt auch andere Leute, um seine Ziele zu erreichen. Aber nach dem ganzen Aufwand und den Opferungen, die wir gemacht haben, ist ewiger Frieden für alle Pokémon erreicht werden. Ich merke schon, heute mit dem Übersetzen klappt gar nicht. Mit deinem Alter hast du es vielleicht noch nicht ganz verstanden, unsere Vision. Aber Shia, wir brauchen dich, um unsere Ziele zu erreichen. Breathlerana, der Held des Lebens, der Guardian des Lebens, hat uns gesagt, dass du uns helfen kannst, unsere Ziele zu erreichen. Du scheinst verwirrt. Shia, wir haben Breathlerana schon lange gefangen. Mit seinem Guardian-Trainer. Wir hatten den schon in Breeze Island. Breathlerana hat die Fähigkeit, alle Lebewesen in dieser Region zu scannen. Deswegen wussten wir auch, wer die auserwählten Guardian-Trainer sind und wer uns helfen kann, unsere Ziele zu erreichen. Auch in Britannas Ability, Ability haben wir auch herausgefunden, dass du unsere Ziele Wirklichkeit werden lassen kannst. Das ist der Grund, wieso wir versucht haben, dich zu fangen und zu rekrutieren, Shia. Und du musst wissen, wir wissen, was Britannia, wir haben Britannia gefangen und als Guardian Trainer mit diesem Fateful Event in Reintertown. Und wo die Schamanin damals gefangen wurde. Geopfert wurde. Und Britannias momentaner Guardian Trainer ist ein Mädchen namens April. Die kenne ich doch. War doch die, die mir das Lapras geschenkt hat. Du scheinst überrascht. Sieht aus, als Britannias Power mit allen Leuten und Lebewesen nicht Grund genug. Sie hat uns geholfen, auszubrechen. Wie auch immer. Ich möchte dich nur mit deiner Aufgabe beglücken. Du und Mark werden zum Mount Crystal gehen und Angelan und Nicolas da finden. Eliminiert jedes Dingens, was euch im Weg steht. Und geht weiter. Shia, ich werde erwarten, dass du mit deinem Erfolg zurückkehrst. Vielleicht werde ich auch einfach diese Hütte hier übernehmen. Weil wenn hier einer das Recht hat, um zu randalieren, dann bin ich das. Shia, als Alita sagte, dass wir Angelan fangen werden, da solltest du dich besser vorbereiten. Hier, nimm dies. Wow, und Iron. Protein, Carbos, Zink. Revive, Max Revive, Hyper Potion, Super Potion. Yo! Nice. Kein Grund mir zu danken. Das ist unsere Trumpfkarte, natürlich. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass du überlebst. Okay, lass uns gehen. Shia. Ich frage mich, ob das wirklich okay ist, dich mit da reinzuziehen an diesem Punkt. Wenn es drauf ankommt, töte ich euch eh alle. Ah, was? 6 von allem? Das wird ja hier jetzt randalös, oder was? Aber Hyperpotion 6 Stück. Aber Zink. Wer könnte mal Special Defense gebrauchen? Wer hat denn hier die höchste Special Defense? Der kriegt auch Special Defense. So, Special Defense 93, 94, 91, 113, 96, 95. Ja, dann
dun, 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 dun. Raises the stat speed. Da glaube ich, ist hier unser Freund am besten dran, ne? 155. Ja. Kann ich vielleicht irgendwem anders noch? Na, nicht unbedingt. Proteinattacke. Attack vs. Lara, würde ich sagen. Voll nice, ey. Was ein Service. Defense. Würde ich auch schon fast sagen, King Cell. Oh ja, den Rest hebe ich mir auf. Ey, wie gut. Der hat mir erstmal Haufen Zeug gegeben, ne? Mount Crystal, ne? Hier darf ich ein Pokémon fangen. Und es ist schon mal nicht dieses Pokémon. Ein Blitzel! Das wäre mal wieder endlich ein Elektro-Pokémon. Ja, aber das sollte ich nicht unbedingt. Ja, wie soll ich das jetzt fangen? Ja, dumm gelaufen. Ich habe keine Pokémon mehr, die schwächen können. Back. Easy. Dum, 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 dum. Mortimer. Chimera. Ach nee. Ja, ich hab's gesehen, aber trotzdem weitergemacht. Was ist denn mit mir los? Nee, ich würde gern, anstatt zu surfen, würde ich gerne meine Pokémon nochmal heilen. Ah, es ist ja auch noch dunkel drin. Ich habe noch eine Cherry Berry, jetzt ist zu spät. Das muss ich dir auch noch verwenden. Warte mal, Mount Crystal, Mount Crystal. Ich darf jetzt kein Pokémon mehr fangen. Hoffen, hier gibt es einfach keine Pokémon. Das wäre am besten. Ah, und schon geht's los. So ein Magnetilo wäre natürlich auch geil gewesen. Ah, jetzt sehe ich keinen Zertrümmerer mehr im Team, oder was? Hier läuft doch schon wieder alles außer Ruder. Ja, natürlich Lara Croft. Die hat nämlich noch Attacken, die sowieso nutzlos sind. Ich check trotzdem über alles, aber erstmal. Angelam war Drachenflug. Naja, dann habe ich ja auch wieder einfach. Mein Drachenflug. Oh mein Gott. Einfach Eis-Pokémon nach vorne und dann hat sie die Sache. Ach, Hubert, gib weg. Hier, LP-Dingens nach vorne. Das wird schon. Ja, ich sehe auch nicht einen Blitz einzusetzen. Bin ich ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust, Blitz irgendwem beizubringen. Auch wenn wir das so schaffen können. Wäre halt nur geil, wenn wir es denn auch mal schaffen würden. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich hier zurückgelaufen bin. Nee, ich bin jetzt hochgelaufen. Muss ja richtig sein. Also noch bin ich der ganzen Sache verwirrt gegenüber am Treten. Ich hoffe einfach, ich laufe richtig. Hä? Ohne Scheiß, da geht's noch höher. Ich laufe instinktiv richtig. Und dann haue ich da so ein paar Steine kaputt und dann ist da noch mehr Action. Alter.
bin nice. Aber ich verpasse bestimmt ein paar gute Items. Und mir gefällt nicht, dass die mir Sachen gegeben haben wie Beleber. Als würde ich das jetzt benötigen. Und wenn ich das benötige, habe ich ein Problem, weil ich darf es ja nicht benutzen. Ich darf es ja nicht benutzen. Hä? Laufe ich hier im Kreis? Okay, sorry, dass ich gerade so still bin, aber das verwirrt mich. Gibt's hier Sackgassen? Das wäre scheiße. Die Folge ist ja auch bald zu Ende. Weil ich das weiß, obwohl ich nie weiß, wann Folgen zu Ende sind. Ja, ja. Weil ich morgens auf die Uhr gucken muss, sonst verkacke ich ja. Aber glaubt mir. Ihr wollt pünktlich aus dem Haus gehen und nicht zu spät. Hm. Zu spät kommen ist das Schlechteste, was ihr machen könnt. Pünktlichkeit ist das A und O. Ja, jetzt dürft ihr euch das von mir anhören, ey. Und wegen ja, like, ja, Pünktlichkeiten ist wichtig. Ich meine, ich bin momentan auch irgendwie taub. Also ich höre nichts. Ich höre gerade meine eigene Stimme nicht. Und das ist richtig komisch. Weil wenn ihr redet, hört ihr ja normalerweise eure eigene Stimme, ne? Was ist denn jetzt? Hä? Ja, jedenfalls tue ich das momentan nicht und deswegen stotter ich auch so, also weil ich nicht weiß, was ich für eine Scheiße rede. Also ich höre schon, was ich sage, aber und ich höre auch, wenn was nah an meinem Ohr dran ist, aber sonst. Was ist denn das für eine verkackte Höhle, jetzt mal ganz ehrlich. Sie aber auch nicht im geringsten ein, vielleicht zu benutzen. Könnt ihr mal vollkommen vergessen. Fuck. Bin im Kreis gelaufen. Ich glaube, mit diesem Problem sollten wir uns nächste Folge beschäftigen. Fuck. Oder? Nein, ich bin richtig. Oh, guck sich das mal an, den töte ich. Gibt nämlich Erfahrung. Andere Leute hätten bis jetzt schon vielleicht eingesetzt. Aber ich bin so like. Nö, habe ich nicht nötig. Die haben das auch extra so gestaltet, dass man das nicht schaffen soll, wenn man kein Fleisch hat oder was. Diese Arschlöcher. Und dadurch, dass ich auch noch vorspule, gibt es dann gar keinen Weg mehr. Also, ich hoffe, ich muss den Weg nicht zurücklaufen. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Wenn ich fehle. Oh, was ist das? Ich hasse mehrere Abzweigungen. Wieso ist das denn so? Okay, das war einfach nur eine Sackgasse. Das ist gemein. Ach du Scheiße, das wäre jetzt hier keine Sackgasse, oder? Oh mein Gott, das ist eine komplette Sackgasse. Ich möchte nicht nachgeben. Ich bestimme hier, ob ich vielleicht brauche oder nicht. Ach man. Damals war es einfacher. Du konntest den Gameboy einfach alle sehen. Vor allem wenn du Start und Pause gedrückt hast, konntest du einfach kurz sehen, was da in der Höhle los war. Aber hier heutzutage, ey, guck mal, Dance Space. Heutzutage geht das nicht mehr. Hä, das muss doch hier irgendwo einen Eingang geben. Das ist doch behindert. Nee. Scheinbar ist das alles nur eine Verwirrungsaktion. Ja, die Folge ist hart scheiße.
Aber hey, solche Folgen muss es auch geben. Ich glaube, ich bringe doch irgendwen vielleicht bei. Will ich jetzt nicht so, aber das ist eine Attacke weniger, die wir zur Verfügung haben und das nervt mich. Kommt drauf an, wer überhaupt das erlernen kann. Ja, und da haben wir unseren Kandidat. So. Als ob. Als ob hier nichts ist. Hier ist tatsächlich nichts. Ah. Und was soll man finden? Sowas ist frech. Vor allem diese verschachtelten Gänge. Das macht doch gar keinen Spaß, Leute. Level-Design. Und noch dazu sieht es gar nicht aus wie so ein Kristallberg. So. Heil mich mal. So. Und wir werden da nächstes Mal weitermachen. Jetzt habe ich dem, habe ich der Flash beigebracht, obwohl wir das auch wahrscheinlich so gefunden hätten. Zumindest waren wir so kurz davor. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gute Nacht.